Es ist Samstag, der 16.02.2030. Der Regen prasselt leise gegen die riesige Fensterfront eines New Yorker Penthouses. Der Wind ist so kalt wie die Welt in diesen Zeiten. Steh mal auf jetzt. Ich weiß, es ist nicht unsere Zeit, aber das Geld verdient sich nicht von alleine. Jack liegt verschlafen in seinem riesigen Bett und schaut auf die Fensterfront, auf der gerade Alan per Videochat aus dem Auto unten vor dem endlosen Wolkenkratzer zu sehen ist. Ja, Mann, gib mir noch 10 Minuten. Ich bin voll im Arsch. Jack bewegt seinen riesigen, muskulösen Körper an die Bettkante des Bettes. Der trainierte Vollblut-New Yorker sieht heute besonders beschissen aus. Und so fühlt er sich auch. Er schlendert gezeichnet gestriger Exzesse in sein wohltemperiertes, in Sepiafarben getränktes Badezimmer, um eine heiße Dusche zu nehmen. In der beschlagenen Glasscheibe der Dusche erkennt Jack seine lila leuchtenden Pupillen. Lila, das hatte ich auch noch nicht. Oh Mann, ich hasse diese Nebenwirkung. 20 Minuten vergehen. Unten angekommen wartet Alan bereits ungeduldig in seinem Auto. Mann, Alter, ich warte hier schon eine Ewigkeit. Jetzt trink deinen Kaffee und reiß dich mal zusammen. Du siehst aus, als wärst du gestern verprügelt worden. Jack sagt nichts. Er trinkt den lauwarmen Kaffee und lässt den Blick durch die leeren Straßen von New York streifen. Alter, 6:30 morgens, ist mir einfach zu früh. Hier ist nichts los auf den Straßen. Hoffentlich werden wir nicht von diesen scheiß ACVs kontrolliert. Keine Sorge, Alter, das Auto ist sauber. Hab's gestern erst von Frank abgeholt. Kein ID-Tracking, keine Probleme. Alan startet das Auto. Eine in schwarz getränkte Limousine erleuchtet den verregneten Asphalt und beginnt lautlos durch die Straßen zu schweben. Also sag mir doch mal genau, wie der Plan ist. Ich hab keine Lust auf Überraschungen, so wie letztens, als wir in Chinatown waren. Ja, Mann, das war echt beschissen. Diese Chinesen sind einfach unberechenbar, wenn's ums Geld geht. Ich schwöre es dir, beim nächsten Treffen drücke ich denen allen eine Kugel in die Fresse. Also pass auf, es läuft eigentlich wie immer. Wir treffen uns gleich mit Vegas an den Docks. Mit diesem Russen? Ja, der Russe. Alter, wie oft nimmst du das Zeug eigentlich? Wir haben den doch erst vor 4 Wochen getroffen. Egal. Also wir treffen uns mit dem und bezahlen ihm genau 4.500 C-Points. Das ist der Preis, den George verhandelt hat. Wir nehmen die Ware, befestigen sie an der Drohne, die Pyrex uns schicken wird, und dann hauen wir wieder ab. Ja, okay, das klingt gut. Aber denk dran, ne? Wenn was schief läuft, erst schießen und dann unseren Leuten Bescheid sagen. Ich habe keine Lust, wegen ein paar Overdrive-Pillen draufzugehen. Der schwarze Wagen nähert sich lautlos den Docks. Der Wind peitscht über das Wasser. Es ist nass, dunkel und kalt. Jack würde jetzt lieber wieder in sein warmes Bett zurück, aber manchmal muss man sich halt eben die Hände schmutzig machen, wenn man Geld verdienen will. Und wenn man mehr Geld verdienen will, muss man auch bereit sein, einen psychotischen russischen Dealer umzulegen, um der mächtigste Drogenlieferant in New York zu bleiben. Hallo Freunde, wie geht es euch? Seid ihr ausgeschlafen oder noch wach? Ein kleiner, leicht übergewichtiger Mann mittleren Alters nähert sich dem Auto und öffnet die hintere Tür der Limousine. Topfit, Vegas, komm, steig ein, ich hab dir einen Kaffee mitgebracht. Danke, mein Sohn, du weißt, was ich jetzt brauche. Alan hat sich angewöhnt, Geschäftskunden zuvorkommend zu behandeln. Er hat zwar die Statur eines Türstehers und die Kaltblütigkeit eines Serienkillers, trotzdem versucht er nach jüngsten Ereignissen Ruhe zu bewahren und die Deals reibungslos und mit Respekt gegenüber seinen Lieferanten durchzuziehen. Jack, hol schon mal das ID-Pad aus dem Handschuhfach. Vegas, mein Freund, kann ich die Ware kurz sehen? Natürlich, mein Sohn. 1 Appealen wie letztes Mal. Dein Freund scheint mit der vorherigen Lieferung Spaß gehabt zu haben. Jack fühlt sich ertappt. Seine lila pulsierenden Pupillen sind schwer zu verstecken. Alan öffnet den silbernen Metallkoffer. Er schaut auf exakt 20.000 kleine, bunt leuchtende Pillen, die von pink über blau bis zu einem sanften Rot schimmern. Okay, Vegas, das sieht gut aus. Also George hat uns gesagt, er hat 4.500 mit dir verhandelt. Vegas schaut sich in der schwarzen Limousine um und bestätigt den Preis mit einem leichten Nicken. Alles klar, mein Freund. Dann leg mal deinen Arm auf das Pad, wir überweisen dir 4.500 und dann wünschen wir dir noch einen schönen Tag. Vegas zieht den Ärmel seines verregneten Mantels nach oben. Das indirekte Licht der Autoinnenbeleuchtung lässt eine verkrustete Narbe erblitzen. Nachdem der Arm die kalte Oberfläche des ID-Pads berührt, leuchten 3 kleine Punkte an Vegas Arm auf. 2 Sekunden später ist die Zahl 4.500 auf der Innenseite des dicklichen Armes in einem hellen weißen Licht zu sehen. Danke, Jungs, bis nächstes Mal. Hab mich gefreut, wir sehen uns, ciao. Vegas verlässt das Auto und verschwindet im Regen der Docks. Na also, das war doch easy. Jetzt kurz auf die Drohne warten und dann kannst du endlich wieder ins Bett. Alan stellt den silbernen Koffer auf das Dach der Limousine. Eine runde Kugel, ähnlich eines Fußballs, erscheint über den Köpfen von Alan und Jack. Nachdem Jack das kleine metallene Seil der Drohne mit dem Koffer verbunden hat, schießt sie schlagartig in die Luft und verschwindet im dunklen Himmel.
Okay, kannst du mich jetzt endlich nach Hause fahren? Ich muss echt wieder pennen. Als Alan wieder vor dem riesigen Wolkenkratzer parkt, wirkt er etwas nervös. Hey Jack, pass auf, also Pyrex und George werden die Lieferung jetzt abpacken und dir deine Menge zukommen lassen. Wir halten jetzt genau 10 Tage Funkstille und danach treffen wir uns mit der Sache wegen den Chinesen, okay? Ja klar, ruf mich in 10 Tagen wieder an. Ich werde das ID-Phone von Valencia Porn benutzen. Ich schick dir gleich die Nummer. Wieder in seinem Penthouse angekommen, streift Jack seinen roten Jogginganzug Stück für Stück von seinem Körper und lässt sich wie ein nasser Sack ins Bett fallen. Der Regen hatte noch nicht aufgehört und prasselt unermüdlich gegen die Fensterfront. Um die Lautstärke zu übertönen, schaltet Jack die Fernsehübertragung ein, die ihm die Sicht auf die beleuchtete Großstadt raubt. Erstmal Ruhe. In New York hatte sich einiges verändert. Die Reichen werden reicher und die Armen immer ärmer. George, Alan und Jack kennen sich seit der Highschool und haben versucht, aus ihren schlechten Startbedingungen das Beste zu machen. Sie hatten verschiedene Jobs in New York angenommen, um auf legalem Weg ein halbwegs angenehmes Leben zu führen. Aber seit der Erfindung der künstlichen Intelligenz und dem Vormarsch der Robotik ist es schwer geworden, einen Job zu finden, der nicht gleich durch die erstbeste Metallkiste namens PCR, Personal Care Robotic, ersetzt wurde. Ein College-Besuch konnte sich keiner der drei Freunde leisten. Dafür haben ihre Eltern einfach zu wenig verdient. Also beschlossen sie, sich Geld auf illegalem Wege zu beschaffen. George kommt ursprünglich aus Utah. Er ist 27 Jahre alt und hat eine dünne Statur. Er ist ein echter Finanzprofi und versteht es, C-Points anderer Konten zu hacken. Nachdem die künstliche Intelligenz jedoch alles vernetzt hat, mit dem er sich im Jahre 2030 umgibt, ist es schwer geworden, das gestohlene Geld zu waschen und es für sich zu benutzen. Also hijackt George das Geld der fremden Konten und überspielt es an Alan und Jack. Die beiden kaufen so schnell es geht die berühmt-berüchtigten Overdrive-Pillen. Marihuana, Heroin und Kokain ist im heutigen New York nur noch für den Abschaum der Gesellschaft bestimmt. Die Armen raffen sich mit schlecht gestreckten Drogen selber dahin und versuchen ihre Armut zu betäuben. Die Reichen hingegen konsumieren mit vorgehaltener Hand lieber den exklusiven Scheiß. Pillen, die in illegalen Hightech-Laboren Ende 2020 hergestellt wurden, verleihen dir die Power, das Gefühl oder den Trip, den du eben gerade brauchst. Die Zusammensetzung ist hochkomplex. Es handelt sich um eine aufgeladene Biomasse, die in Pillen gefüllt wird. Je nach Laune kann man die Wirkung der Pillen per App einstellen und sich den entsprechenden Kick verschaffen. Von LSD-ähnlichen Zuständen bis zum maximalen Fokus ist alles dabei und das macht sie so begehrt. Pyrex ist mit 14 Jahren der jüngste der vierköpfigen Bande. Als seine Mutter an einer Heroinüberdosis starb, versuchte er Polizeidrohnen abzufangen und sie so umzubauen, dass er sie für Diebstähle und Überfälle benutzen konnte. Jack hatte ihn vor einem Jahr beobachtet, wie eine ältere Frau mittels Fernsteuerung aus einer U-Bahn-Station heraus überfallen hat und holte ihn für Drohnenobservation und Extractions der Pillen ins Team. Jack öffnet zum zweiten Mal die Augen an diesem Tag. Inzwischen ist es 17 Uhr. Er schaut an die Decke des 4 Meter hohen Penthouses und lächelt. Der Kater von gestern ist verschwunden, seine Pupillen leuchten nicht mehr und es ist Wochenende. Jack duscht erneut. Nach 30 Minuten sitzt er in einem schneeweißen Bademantel und einer Zigarette im Mundwinkel in seinem dunkel marmorierten, stilvoll eingerichteten Wohnzimmer. Time to make money. Jack wählt mit seinen Augen eine Videochat-App aus, die in einem holographischen Würfel auf seinem Glastisch eingebettet ist. Hey Linda, wie geht's dir, meine Süße? Eine wunderschöne junge Frau mit blonden Haaren erscheint auf der Wohnzimmerwand von Jacks Penthouse. Hey Jack, was steht heute an? Nichts Besonderes, bin um 23 Uhr in Baldwin. Hey cool, ja, ich bin mit meinen Mädels eh unterwegs, dann melde ich mich bei dir. Okay, bis später. Jack verkauft seine Pillen lieber selbst. Er verzichtet auf Kleindealer, die für ihn die Drecksarbeit erledigen. Erstens will er keine weiteren Leute bezahlen und zweitens mag er es der Gentleman auf exklusiven Partys zu sein, der seinen Kunden ein ganz spezielles Verkaufserlebnis bietet. Jack bestellt sich eine Pizza und macht sich einen Whisky auf Eis und geht gemütlich in sein Ankleidezimmer. Er wählt ein schwarzes Oversize-T-Shirt mit einem aufgedruckten Rottweiler-Kopf von Givenchy und eine enge schwarze Jogginghose, die aussieht, als wäre sie eine Jeans. Jack verbringt zwar viel Zeit mit exklusiven Kunden in noblen Clubs weit über den Straßen New Yorks, doch sein Kleidungsstil hat er den Schnöseln nie angepasst. Das Outfit kostet zwar weit über gewöhnlichen Monatsmieten eines Durchschnittsverdieners, trotzdem mag er es lieber gemütlich und cool. Die Zeit vergeht wie im Flug. Es ist 23 Uhr. Sein Kumpel Mark, auch Bull genannt, wartet in einer vergoldeten Stretch-Limousine vor Jacks Haus. Hey Bro, was geht? Gut siehst du aus heute. Danke dir, du auch. Alter, hast du dir eine Rolex besorgt? Zeig mal her.
Mark ist ein Jahr jünger als Jack. Die beiden haben sich auf einer Party kennengelernt und sind sowas wie beste Wochenendfreunde geworden. Mark arbeitet als Hedgefondsmanager bei der Bank seines Vaters. Er liebt Drogen und schnellen Sex mit wunderschönen Frauen. Hast neuen Shit dabei, Bro? Ja klar, Dicker. Heute machen wir richtig einen drauf. Jack arbeitet offiziell als Risikomanager der US American Bank. Er hatte zwar noch nie die Innenräume der Bank gesehen, geschweige denn eine Sekunde für diese gearbeitet, aber es war der perfekte Weg, sein ganzes Drogengeld zu waschen und sich legal Immobilien, Klamotten und Sportwagen zu leisten. Jack und Mark wählten den Hintereingang des Baldwins. Sie kennen den Besitzer und haben dort so viel Geld gelassen, dass sie ihn auch gleich hätten kaufen können. Die Lichter strahlen, die Suppässe rattern über dem beleuchteten Glasboden. Jack drückt Mark 3 Overdrive-Pillen in die Hand und verschwindet aus seinem Sichtfeld. Hey Linda, wow, du siehst heute atemberaubend aus. Danke Jack, das sind meine Freundinnen Rachel, Leo und Vanessa. Anna ist leider krank. Hey, wie geht's euch? Ich bin Jack. Oh, schade, dass Anna nicht da ist. Richte liebe Grüße aus, wenn du sie siehst. Jack hat es wieder geschafft. Er ist nicht nur wegen der Pillen ein begehrter Mann bei den Frauen. Hey Ladies, kommt mit, wir haben einen VIP-Bereich mit Mark. Ihr seid herzlich eingeladen. Auch wenn die Frauen ihm in den Clubs schöne Augen machen, bezahlen müssen sie die Pillen trotzdem. Da bleibt Jack hart. Er weiß, dass die meisten Kunden von ihm jung sind und reiche Eltern haben. Und das nutzt er voll und ganz aus. 15 Minuten vergehen. Jack nimmt in 10 Minuten 500 C-Points ein. Das waren vor der Umstellung der Währung am 01.01.2025 schätzungsweise 4.000 US-Dollar. Jeder hatte seine Pillen bezahlt, außer Mark. Mark hilft ihm immer wieder, seine Finanzen zu vertuschen und hat sich somit eine lebenslange Lieferung seiner Lieblingsdroge gesichert. Die Musik schallt durch den Raum. Jack wird lauter, er lehnt sich in die Runde. Okay Leute, habt ihr Lust auf was Bestimmtes oder geben wir uns heute den Fun-Mode? Overdrive-Pillen lassen sich per App in eine vorgegebene Wirkungsweise einstellen. Die Dauer hält gewöhnlich für 4-6 Stunden. Der Fun-Mode allerdings hat es richtig in sich. Im Fun-Mode wird zufällig eine Wirkung ausgewählt, die dich je nach Stärke und Setting direkt zum Mond und zurückschießen kann. Mark schreit energisch. Fun-Mode! Fun-Mode! Mark feuert die Runde an. Die Ladies gucken ungläubig in ihr Glas und stimmen nach einem kurzen Moment der Stille lachend zu. Okay, alles klar, Leute! Jack wählt über sein Augenimplantat die gehackte Overdrive-App. Diese bekommt man eigentlich leicht aus dem Internet, ist jedoch von Sight, dem Betriebssystem des Augenimplantats, nicht vorgesehen. Der Fun-Mode erscheint vor ihm. Die Buchstaben leuchten wild in verschiedenen Regenbogenfarben vor sich hin. Jack legt eine Pille in seine Hand und drückt auf Go. Die Pille und die der anderen fangen wild an zu leuchten. Okay, let's go Leute, wir sehen uns auf der anderen Seite. Jack spült die Pille mit einem Schluck Wodka-Eis runter. Vegas hatte nicht zu viel versprochen. Die Pille kickt sofort und entfaltet seine schier unbändige Wirkung. Die Musik scheint sich zu verlangsamen. Geräusche hören sich an, als seien sie 100 Meter entfernt und in Slow Motion. Seine Sicht verfärbt sich in ein helles, pinkliches Lila. Die Eiswürfel seiner Drinks verfärben sich blau. Boom! Plötzlich ist Jack wieder voll im Geschehen. Eine Euphorie schießt durch seinen Körper, als hätte er gerade einen Bungee-Jump von einem Wolkenkratzer absolviert. Leicht wackelig steht er auf. Er greift aggressiv sein Glas und trinkt es auf Ex. Danach nimmt er Lindas Hand und zieht sie auf die Tanzfläche. Linda scheint auch einen guten Trip erwischt zu haben. Sie tanzt eng umschlungen, dennoch energisch mit Jack und krallt ihre türkisfarbenen Fingernägel in seinen Rücken. Im VIP-Bereich fängt Mark an, die Knöpfe seines Hemdes leicht zu öffnen. Seine Pupillen sind extrem weit geöffnet. Er hatte wohl den LSD-Trip erwischt und wird für die nächsten Stunden seine eigene Party feiern. Nach einer weiteren exzessiven Partynacht wird Jack in seinem Bett wach. Der Regen prasselt weiterhin auf die bis zum Boden ragenden Fensterscheiben seines Penthouses. Der Wind peitscht den Regen durch die dunklen, nur mit Laternen beleuchteten Straßen New Yorks. Es ist 6.45 Uhr. Jack hatte sich trotz der schillernden Nächte angewöhnt, nicht die ganze Nacht durchzufeiern. Er bevorzugt es nach all den Jahren, gegen 23 Uhr mit den Partys anzufangen, schnell die Pillen loszuwerden und gegen 3 Uhr wieder zu Hause zu sein. So hat er seinen Spaß und kann nächsten Tag mit halbwegs klarem Kopf weiteren Geschäften nachgehen oder wie auch sonst in den Tag hineinleben. 10 Tage waren vergangen. Adam meldete sich gegen Mittag per Anruf bei Jack. Hey Jack, komm um 22 Uhr zu mir, wir besprechen die nächste Lieferung. Punkt 22 Uhr steht Jack vor Allens Haustür. Es ist ein kleines, unscheinbares Mehrfamilienhaus am Rand der Stadt. Hey, komm rein, die anderen sind auch schon da. Alan, Jack, Pyrex und George sitzen an einem runden Glastisch in einer spärlich eingerichteten Wohnung. Alans richtige Wohnung war den anderen nicht bekannt.
Alan meinte, er hätte Familie und möchte sie aus Sicherheitsgründen von dem Geschäft fernhalten. George ergreift das Wort. Also Jungs, der letzte Deal mit Vegas hat gut geklappt. Ich könnte ihn mir als zukünftigen Geschäftspartner gut vorstellen, aber diese Chinesen müssen wir ein für alle Mal aus New York verschwinden lassen. Der letzte Deal mit den Chinesen ist nach einem Streit über den Preis geplatzt und in einer Schießerei mit zwei Toten geendet. Es gibt in New York zwar noch andere Dealer, allerdings hatten sich die vier den größten Markt gesichert und sich die Spitze mit den Chinesen geteilt. Diese Aufteilung sollte ein für alle Mal beendet werden. Pyrex hatte durch geschickte Drohnenobservation herausgefunden, dass sie in 2 Tagen gegen 0 Uhr eine größere Pillenlieferung in einem angesagten Nobel-Restaurant erwarten. Das Restaurant gehört Tao Li, einem Geschäftsmann, der luxuriöse Immobilien in der Stadt verwaltet. Okay, Jungs, wie gehen wir's an? Okay, also ich habe mit Frank gesprochen und uns 3 Magnetsturmgewehre mit Elektromunition und Schalldämpfern besorgt. Pyrex observiert mit einer Drohne die umliegenden Straßen und mit der anderen gibt er uns Feuerunterstützung von den Fenstern aus. Nachdem wir alle umgelegt haben, lassen wir uns von einem Fahrer zum Safehouse bringen, das ich für 4 Tage organisiert habe. Alan hatte nichts dem Zufall überlassen. Diese Aktion sollte für die gesamte Gruppe eine ruhigere Zukunft und vor allem Geld bedeuten. Okay Jungs, und wie kommen wir ins Gebäude? Kein Problem Jungs, ich habe ID-Netzhautdaten für die Sicherheitstüren von der Polizei gestohlen. Damit solltet ihr ohne Probleme den Hintereingang betreten und den Fahrstuhl in den 72. Stock nehmen können. Pyrex war eine große Bereicherung fürs Team. Blutjung, aber ein echtes Genie, wenn es um Polizeitechnik ging. Okay Jungs, so machen wir es. In 2 Tagen um 0.15 Uhr, dann reiten wir bei denen ein und machen Hackfleisch aus dem Laden. Okay, okay, Alan, aber nicht so schnell. Ich habe da noch eine Sache für euch. Und zwar habe ich es geschafft, die Pillen so zu hacken, dass ich Fokus und Hypersensibilität in einem Trip auslösen kann. Ich glaube, das wird uns bei der Aktion echt helfen. Alan lacht. Ich wusste doch, du bist für irgendwas nützlich. Alles klar, so machen wir es. Die Stunde der Wahrheit hat geschlagen. Jack, Alan und George stehen im Fahrstuhl auf dem Weg in den 72. Stock. Die Pillen haben alle 3 zur Höchstleistung gepusht und Angst und Zweifel in Millisekunden verschwinden lassen. Die Fahrstuhltür öffnet sich. Mit dem Magnetsturmgewehr im Anschlag feuert George die erste Salve auf den Wachmann vor dem Eingang des Restaurants. Okay Pyrex, wir sind jetzt vor der Tür, bring die Drohne in Position, auf mein Zeichen wird alles umgelegt, was sich da drin bewegt. Pyrex hatte zuvor mittels einer Drohne einen Jamblocker am Haus angebracht, um ausgehende Notrufsignale zu blockieren. Okay Jungs, die Drohnen sind bereit, Jamblocker steht, wir können loslegen. Alan tritt gegen die Eingangstür des noblen Restaurants. Die 3 laufen mit Sturmmasken bekleidet und pulsierenden Sturmgewehren im Anschlag in den Raum und öffnen das Feuer. Zeitgleich erscheint links der 3 eine riesige Kugel direkt hinter der riesigen Glasfassade und feuert endlose Salben mit Einschlagskraft eines Panzers in das Restaurant. Die elektroaufgeladenen Kugeln durchdringen Körper, Möbel und herumstehende Gläser. Okay Jungs, wir sind im Hinterzimmer. Der blitzschnelle und tödliche Anschlag der 4 kam so überraschend, dass die Wachmänner und Dealer der Chinesen kaum eine Chance hatten, sich zur Wehr zu setzen. Tao Li und 2 seiner Männer hatten sich ins Hinterzimmer gerettet und saßen somit in der Falle. Die Drohne schwebt durch das gebrochene Glas direkt in das neongetränkte Schlachtfeld. Leichenteile und Blut sind im ganzen Restaurant verteilt. Ey, okay Jungs, der Jamblocker fängt gerade die Notrufe ab, wir müssen uns jetzt beeilen. Die Drohne schwebt vor der Tür und entlädt ein letztes Mal seine unbändige Gewalt in Form von Hochgeschwindigkeitsgeschossen. Tao Li, seine Wachmänner, alle tot. Jack, Alan und George lassen die Pillen der Chinesen unberührt, fahren runter zu ihrem Fluchtfahrzeug und verschwinden im Safehouse. Eine neue Rangordnung herrscht in New York. Kleiner, smarter und aggressiver als je zuvor.